Achtung, hier. Oh, verzierte Truhe. Die ist bestimmt voll viel wert. Da ist Müll drin. Bronze Seetang. Okay, das geht wenigstens noch. Bronze Seetang. Und Müll. Wer steckt Müll in eine Truhe? Karma, was für Karma. Oh, guck mal hier, königliche Schüssel. Silberner Seetang. Okay, der war auch gut. Nice. Aber leider, leider nicht viel Kohle. Ich habe gehofft, dass da so ein Schatz drin ist. So 1 Million Münzen oder so. Warte. Nein, komm ich. Ja. Na Mann, wenn man denen zu langsam zu nahe kommt, dann geht das doch nicht. Guck hier, warte. Jetzt. Ah, okay, jetzt ging's. War Vorführeffekt. Normalerweise geht das nicht. Guck, jetzt versuch dir nahe zu kommen. Das geht ja doch. Ha! Alter, wie viele ich auf einmal fange. Super. Und nochmal ein Pilz. Sehr gut. Gut, wir müssen auf jeden Fall jetzt wieder neue Samen kaufen. Es bringt nichts. Es muss sein, damit wir hier wieder schön anpflanzen können und weitere Gelder bekommen. Ein 100-Füßler. Auf jeden Fall wichtig. Im YouTube-Video wollte auch Lauri unbedingt diesen Zaun zurück. Siehste? Hermes sagt's. Ab jetzt bestelle ich nur noch bei mit Hermes Versandservice. Aber du arbeitest aber nicht bei Hermes, oder? Deswegen der Name oder so. Hätte ja sein können. Oh. Gemischtwarenladen. Was mich auch triggert, ist, dass die obere Reihe des Zauns nicht auf dem Acker platziert ist, sondern auf dem Weg. Ja, man kann jetzt aber auch echt spitzfindig sein, ne? Guck mal hier, alter Ben. Oh, ein neues Gesicht. Von dir kommen ganz gute Schwingungen, Kumpel. Boah, das ist so ein Drogensüchtiger, ne? Tasche aufwerten. Was kostet denn dieses nächste Mal Tasche aufwerten? Ich glaube, das kostet bestimmt sau viel, ne? 3500, ja danke. Nächsten Leben vielleicht. Ich glaube, ich kaufe jetzt einfach Steckrübensamen. Bis zum geht nicht mehr. Das geht am schnellsten. Lauri, hallo! Da, dein Name wurde gerade genannt, siehst du? Was ist mit mir? Hab die ganze Zeit den Stream an, aber ohne und so weiter. Ohne und so weiter und nun gucke ich aufs Handy und lese, dass ich einen Zaun wollte. Ja, Hermes hat gesagt, du wolltest einen Zaun. Bin kein Hermesbote. Du bist Hermes der Götterbote. Ich habe das Gefühl, ich komme hier gar nicht voran im Spiel. Es steht heute unter keinem schlechten Stern, dieses Spiel. Unter einem schlechten Stern, unter keinem guten, so wollte ich sagen. So, Moment. Du möchtest auch, dass der Zaun richtig wegkommt, richtig? Hör doch jetzt auf, Mann! Lass doch jetzt da den Zaun in Ruhe. Es gibt... Leute, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal ein bisschen anders aufzuzäumen. Es gibt... keine perfekten Menschen und es gibt keine perfekten Zäune. Dieser Zaun ist ein klein wenig anders als ihr da draußen. Und nur weil er anders ist, hat er kein Anrecht darauf zu existieren. Wie könnt ihr denn nur? Ich bin dafür, dass wir eine Welt schaffen, in der jeder Zaun, ob er noch so krumm ist oder komisch oder einfach nur anders, dass er einfach existieren darf. Dafür bin ich, für so eine Welt und nicht für eine Welt, in der man Angst haben muss, eine kleine Ausbuchtung zu haben, die vielleicht durch irgendwelche schwierigen Lebensbedingungen gekommen sind, die
die dazu geführt haben, dass man einfach schmerzhafte Dinge erleiden musste und dann zusätzlich noch Diskriminierung. Das ist eine Welt, in der ich nicht leben möchte. Das war das fehlgebaute Ding. Leute, ihr seid so intolerant. In dem Wort intolerant steckt zwar das Wort toll, aber so finde ich das eigentlich nicht. Hab mich online an dem Namen meiner Schildkröte bedient. Der heißt Hermes. Oh, eine Schildkröte. Ach, wegen dem Versandhaus. Weil die so langsam sind wie eine Schildkröte. Hast du gedacht, ach komm, dann nennst du als Statement deine Schildkröte einfach mal Hermes. Heute hab ich wieder eindeutig zu viele komische Gedanken, ne? So. Kann ich eigentlich noch ein paar Dünger herstellen? Mich dünkt, als würde es nicht gehen. Gut, ich könnte das hier herstellen, ein Sprinkler. Vielleicht gar keine so blöde Idee. Mit silbernem Seetang, siehst du? Eigentlich gar keine so doofe Idee. Dann könnte ich zumindest gewisse Teile in meinem Feld, müsste ich jetzt halt einfach nicht mehr gießen, ne? Aber ich mach das jetzt einfach, ne? Ja. Haben wir zwar... Ja, nein, scheiße, jetzt habe ich den Schrott verwendet. Ich habe meinen Schrott verwendet. Nein! Dummheit bestrafen. Dankeschön. Aber das war nicht wegen dem Schrott, das war... Ach Gott. Ich will ins Bett. Ich stelle nochmal einen Blumenstrauß her. Den schenke ich mir selber als Aufmunterung. Da steht gerade nichts, ne? Komm, dann machen wir. Der Sprengler, der schafft aber nicht viel, ne? Das ist halt echt nur so ein Minifeld. Gut, aber muss ich das halt schon mal nicht gießen, ne? Gut, haben wir hier irgendwie noch Schrott, dass ich eventuell looten könnte? Nein. Wie komme ich denn an Schrott ran, Mensch? Unten auf dem Meeresboden ist halt auch nichts. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde. Da war halt zumindest zuletzt, als wir reingegangen sind, war da nichts. So, die verkaufe ich, die Sachen. So, Moment. Oh, das nervt mich jetzt echt gerade. Ich bin genervt! Scheiße, ja. Ich bin einfach klug. Mhm. Das liegt am Zaun. Hört doch jetzt mal mit dem Zaun auf. Boah. Lasst ihn einfach da. Er ist da und damit müsst ihr leben. Guck mal hier. Ich habe einen Shiitake gefunden. Ich mache jetzt einer Frau ein... Weil ihr es nicht haben wollt, dass ich glücklich bin mit meinem Zaun, mache ich jetzt der Betty eine schöne Idee. Also eine schöne... Eine Freude. Was für ein schöner Tag. Vielleicht backe ich später ein paar Mondkuchen, die ich abends mit einer Tasse Tee genießen kann. Guck mal hier. Und dir schenke ich jetzt einen Shiitake. Den kannst du ja in den Mondkuchen reinpacken. Dieser Pilz riecht komisch. Ist er vielleicht verdorben? Ja, deswegen wollte ich ja nicht behalten. Oh Mann. Sogar die Frau, sogar die alte Omi verschmäht meine Geschenke. Was ist eigentlich los hier? Du bist es, Toffi. Warum wirst du Steine ins Meer? Weil ich möchte. Oh Gott. Das ist jetzt das Ende der Diskussion, oder? Der Konversation. Das haben wir früher immer gemacht. Es war ein kleiner Wettbewerb am Ende unserer Ausflüge. Sie hat einmal zu mir gesagt, dass sie es zu schätzen weiß, dass ich mich nicht zurückhalte. Das wäre erfrischend für sie. Nun ja, genug in Erinnerung geschwelgt. Tschüss, Toffi. Er hat was fallen lassen. Du solltest Jim das Foto zurückgeben.
Oh, es ist so eine traurige Geschichte. Ich komme, Jim. Warte, ich bin gleich da. Ich finde das immer so lächerlich. Wenn du den Controller nicht richtig, also mit dem Controller nicht richtig ziehst, dann läuft er auf der Stelle. Ja, also Jim, das mit dem Foto muss warten. Ich muss erstmal tauchen gehen. Dann wird dein Foto nass und kaputt, aber ist mir jetzt wurscht. Ich wollte ja die ganze Zeit tauchen. Deine Geschichte kam halt zum ungünstigen Zeitpunkt. Haben wir heute wieder einen Spieletest? Ja, Vroni konnte wieder nicht anders. Vroni hat das mit dem Zaun so hart getriggert, dass sie gesagt hat, sie spendet jetzt so lange, bis der Zaun weg ist. Und ich habe gesagt, nein, ich akzeptiere das nicht. Ich lasse mich doch nicht erpressen. Das ist hier eine wichtige Situation für mich. Ich muss hier irgendwo noch diesen Schalter finden. Ah, hier, siehst du? Da ist er. Oh, warte mal, ich kann die Qualle fangen. Die sieht mich nicht. Und zack! Yes! Eine Schirmqualle. Auf den ersten Blick produziert jedoch tödliche Toxine. So, warte mal. Oh, ich habe hier nicht aufgepasst. Ich muss kurz mal... ja, ich mach schon mal. Ich bin schon dabei. So. Das hört wieder nicht auf. Alles liegt im Weg. So. Aber jetzt haben wir die Quest endlich fertig. Das ist doch alles annoying. Das dauert viel zu lange. Ja, Entschuldigung. Ich gebe mir ja schon Mühe. Da, hier. Ich kann auch nichts beeinflussen. Das kommt halt, wenn es kommt. Vroni, einfach gönn ja mich. Vroni hat doch geschrieben, dass sie nächste Woche wieder mal... Ja, eben. Sie hat ihr Versprechen gebrochen, weil sie so hart getriggert hat. Es hat sie so hart getriggert, dass ich diesen Zaun nicht repariere. Ach stimmt, besiege 30 Feinde haben wir ja auch noch. Siehst du mal. Ich sollte öfter meine Quests gucken. Besuche Ling im Labor. Okay, dann machen wir das jetzt am besten. Bon. Hoch da. Haben wir wenigstens etwas mal geschafft hier. Ich gehe nochmal wieder, habe heute leider nicht so viel Zeit. Katzenmudi, danke, dass du da gewesen bist. Verpasst dich hier auch nichts. Ist einfach nur Gelaber und geschwachsinnig Gelaber und so. So, ich muss zu Ling ins Labor. Wo ist denn Ling? Da. Das Labor ist offen, ist da. Also es ist halt bei der Mitte dann einfach hoch und dann ist da das Labor beim Kugelfisch. Ding, ja. Okay. Ein Versuch war es wert, auch wenn es nichts genutzt hat. Sitzt im Badeanzug auf dem Stuhl und liest ein Buch. Ich glaube, ich habe noch nie auf so einem Stuhl gesessen am Strand. Wenn, dann eher so eine Liege, oder? Ich mag sowieso, wenn ich nasse Badehose habe, ich mag das irgendwie nicht zu sitzen. Auch auf dem Stuhl, also auch auf dem Handtuch oder sowas. Ich mag das einfach gar nicht, wenn das so klebrig ist. Ich fand das irgendwie. Ich trockne mich lieber gerne ab und setze mich dann hin. Ist wirklich so. Dann soll die Badehose erstmal wieder trocken werden und dann setze ich mich hin. So, Pufferfisch. Es wird mir sogar noch warm mit dem Pulli, ey. Boah. Wo ist Ling? Die ist doch hier. Das war... Hieß es nicht, dass sie... Ach, die ist hier unten auf einmal. Hä, war die nicht gerade eben noch da oben? Toll. Aber guck mal, das sieht ein bisschen... Guck mal, wenn ich jetzt hier so ein bisschen runter mache, den Pulli, dann sieht es aus im Schwarzbild, als ob ich ein schwebender Kopf wäre, wenn der Stuhl hinter mir nicht wäre. Dann wäre ich ein schwebender Kopf. So, Ling, wo steckst du? Ach, das hier ist das Labor.
Och, willst du mich verarschen? Ich hab's um eine halbe Stunde... Ach Gott, im Himmel, ey. Wo steckt sie denn? Heute ist nicht mein Tag im Spiel. Jetzt ist sie in Links Villa. Warum ist die dann rechts? Hast du verstanden? Die Links Villa. Und, ne? Aber die ist auf der rechten Seite. Und, oh, ich krieg Nervennahrung. Dankeschön. Dann esse ich jetzt. Hallo, Link. Hier reden. Oh. Okay. Stanekan hat die Gelenke gesorgt. Also hast du das gewusst? Ich dachte, ich soll mit Ling reden. Ich soll nur mit im Labor mit ihr reden. Kann sie mit ihr nicht hier reden? Besuchen Sie Ling im Labor. Ja, toll. Mal sehen, was ist ein guter Frühlingslook? Etwas Luftiges auf jeden Fall. Und angenehmes, pastellfarbenes Make-up. Was noch? Belauschst du mich? Natürlich tust du das. Oh, ich finde die so toll. Die heirate ich später. Möchtest du eine Muschel von mir haben? Du kriegst einen Blumenstrauß von mir. Die heirate ich mal. Die ist so zickig. Oh, danke, Toffee. Du bist so süß. Die heirate ich später, weil die so richtig schön zickig ist. Die kann mich in die Schranken weisen. Wenn ich mal wieder durchdrehe oder sowas, dann kann die mich wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Okay. Leider haben wir die Quest noch nicht richtig abgeschlossen, weil ich mal wieder zu doof war, aber meine Güte. Das ist das Spiel. Farming-Spiele halt, ne? Die bringen halt immer so ein kleines bisschen Zeitintensives mit sich. Warte. Guck mal, die sehen mich doch ständig, diese Viecher. Soll ich von hinten? Ja, aber ich weiß nicht, wo ist der Arsch von so einem Schmetterling? Das kann ich doch nicht sehen. Ach, Dreck. Die sagt dir dann erstmal, dass du den Zaun zurückbauen sollst. Lasst jetzt meinen Zaun hoch. Wenn jetzt so einmal das Thema Zaun aufkommt, dann mache ich den Stream aus. Nein, mache ich nicht. Juhu. Räum doch bitte den Zaun einfach weg. Weg aus hier. So, habe ich jetzt endlich mal eine... Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Hat das jetzt endlich geklappt? Ich muss mal oben in die Quest gucken. Ja, 2 von 50. Alter, wir brauchen auf jeden Fall extrem viel Gemüse. So, kann ich die jetzt auch ernten? Ja, kann ich. Ernte gut, alles gut. So, nee. So. Nein. So. Wieso muss das der gleiche Knopf zum Ernten wie für diese Aktivitätsdinger sein? So. Wie wird der Sprinkler eigentlich mit Wasser versorgt? Das geht halt echt nicht, ne? Ich komme da nicht ran an das Ding. Kommt da jedes Mal Regenwasser rein oder so? Achso, das Ding kann ich auch ernten. Upsi. Inventar voll. Ups, was? Und wo ist es jetzt hin? Achso, nee, jetzt ist halt einfach mein Inventar voll. Achso, ich dachte gerade, ey. Ich dachte, meine schöne große Kartoffel ist weg. Wusstet ihr eigentlich, dass Zäune bei Toffee nicht artgerecht gehalten werden? Ja, wieso? Ich bin der Toleranteste hier, was Zäune angeht. Ihr seid intolerant, was Zäune angeht. Ihr wollt den perfekten Zaun haben, aber das ist nicht so. Sowas gibt es nicht, den perfekten Zaun. Es gibt Ecken und Kanten. Bei Menschen wie bei Zäunen. Und bei Zäunen ist das sogar wirklich so, ne? Ecken und Kanten. Und dieser Zaun hat Charakter. Aber ich kann ja was machen, damit ihr euch besser fühlt. Ich kann ja was hinstellen. Das Bild. Soll ich da was hinstellen? Nein, mache ich nicht.
Das würde ein falsches Statement setzen. Bis zum Spieltest werde ich jetzt nur noch Outer Banks weiterschauen. Bis später. Viel Spaß bei Outer Banks. So, das können wir da reinmachen. Bei dem anderen warte ich jetzt noch. Weil es kann sein, dass wir noch eine Quest haben. So. Ich sammle das andere jetzt auch mal. Weil kann ja sein, dass es vielleicht doch noch irgendwas bringt. Genau, warte mal. Und eine Quest muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. Das war die mit dringende Bitte. Die zählt noch, ne? Ja, gut. Alles klar. Frist ist heute. An Randy muss ich die geben. Randy ist... Habe ich den schon mal kennengelernt? Wahrscheinlich, oder? Wenn er mir angezeigt wird hier. Randy, das bist du, Randy. Der ist... Ah, hier auf dem Hauptplatz. Okay, da kann ich locker schnell hin. Ich finde den Zaun schön. Oh, kleiner Panda, endlich jemand. Dankeschön. Siehste, Leute? Bisschen mehr Toleranz. Bisschen mehr Toleranz. Oh, der ist beschäftigt. Jetzt kann ich nicht mehr mit ihm reden, oder? Der hat einen Roboterarm. Der heißt, muss Roboter gesprochen werden. Ah, ich kann kaum glauben, wie wunderschön diese Stadt geworden ist. Kommt mir vor, als wäre sie erst gestern noch einfach nur ein winziger Ort mit im Nirgendwo gewesen. Ich habe eine Kartoffel für dich. Ja, aber wieso geschenkt? Ah, nee, Quatsch. Ach, nee, stimmt. Blumenkohl war das, ne? Questgegenstand. Danke. Ja, nice. Dafür kriege ich wieder Kohle. Noch eins. Okay. Gut, die nächste Quest. Nee, geht nicht, ne? Schade, Besorgung gibt es gerade aktuell keine. Mann, verdammt. 9 Uhr macht er auf. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder ganz normal zu farmen. Wir könnten noch Monster klatschen. Das ist ja noch eine Quest, ne? Ich esse jetzt trotzdem noch ein Gummibärchen. So viel verhalten die einfach in diesem seriösen Pulli. Verhalte ich mich anders als sonst? Ich verhalte mich doch ganz normal, oder? Oder nicht? Aha.